Hallo Popöche und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Rette die Welt, Freunde. Wir müssen heute den Kühlschrank plündern. Ja, wie gesagt, das kann ich zu Hause am allerbesten, mache ich jeden Tag. Und dazu müssen wir 15 füllige Krawallhüllen in einer plus 70er Zone eliminieren. Ja, und wenn ich da auf jetzt spielen klicke, da komme ich sogar schon in eine bestehende Sitzung rein. Das werden wir auch tun. Wir werden direkt das Spiel Reiter auf den Blitz machen. Hier, wie gesagt, schön zu erkennen, dass man da automatisch in eine Plus-70er-Zone automatisch in eine Plus-70er-Zone reingebunden wird. Und wir müssen füllige Krawallhüllen zerstören. 15 Stück. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche damit gemeint sind. Ja, und ich werde jetzt welche suchen. Wenn ich sie gefunden habe oder wenn ich meine, sie gefunden zu haben, dann melde ich mich gleich wieder. Da unten läuft jemand. Bist du eine füllige Krawall? Das da, du meine ich. Bist du eine füllige Krawallhülle? Lass mal ausprobieren. Nee. Okay, ich bekomme nicht 1 plus. Okay, ich bin jetzt. War jetzt felsenfest der Meinung, dass das eine füllige Krawallhülle ist. Aber anscheinend ist dem nicht so. Jetzt bin ich natürlich irritiert. Es sind damit vielleicht die Nebelmonster gemeint. Kann das sein? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Also ich, wie gesagt, sollte ich nochmal was Interessantes finden, melde ich mich. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einem Nebelmonster. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dass das ein füllige. Nee, ist ein Nebelmonster, wird als Nebelmonster erkannt. Also das ist es auch nicht. Jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfragt. Ist das da eine? Nee, der ist jetzt weg. Okay, ich dachte jetzt vielleicht die mit dem Schild. Dass eine füllige Krawallhülle ist. Wie gesagt, bin ein bisschen überfragt, ehrlich zu sein. Wonach wir jetzt eigentlich suchen. Also wir haben bis jetzt keine fülligen Krawallhüllen gefunden. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, was es sein könnte, ja, sind die etwas, ja, korpulenteren Wesen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die so ein Schild mit sich rumtragen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Die einen so wegstoßen, die man am besten von der Seite halt attackieren muss. Das sind die einzigen, bei denen ich mir jetzt noch vorstellen kann, dass das die Hüllen ist, die wir suchen. Und ich werde mal so ein bisschen drauf achten, ob ich hier jetzt in der Verteidigung, da hinten, die meine ich, ob ich da jemanden finde. Es sind sogar zwei. Oh, es ist ganz schön, hier ist. Ja, heftig. Wir gucken mal, ob da sich was ergibt, ob da vielleicht einer dabei ist. Es ist jetzt die Zahl erhöht nach oben. Ja, die beiden meine ich halt. Ob die jetzt, wenn ich die jetzt eliminiere, die vielleicht mir dann das gesuchte plus 1 geben. Das wäre natürlich cool. Finde es gleich raus. Ja, jetzt stirbt doch endlich. Ja, okay, sehr gut. Jetzt wissen wir, was gemeint ist. Okay, die sind damit gemeint. Das ist interessant. Also genau die hier. Damit, das kriegen wir hin. Sehr gut. Dann weiß ich immerhin schon mal, was wir überhaupt suchen. Das war ja jetzt eine schwere Geburt. Also das muss ich ja ehrlich sagen. Jesus, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, vielleicht haben wir Glück. Und wir kriegen da noch das hin. Da oben ist noch, oh, da oben sind noch zwei. Bleibt stehen, ihr Süßen. Sehr schön. 5. Sechs. Vielleicht schaffen wir das sogar in dieser Mission. Das wäre ja cool. 7. Da reparieren wir mal so ein bisschen vorsichtshalber. Da ist nichts mehr. Da hinten kommt noch einer. Acht. Da ist noch einer.
Da ist noch einer. 9. Zehn. Sehr gut. Könnten wir schaffen. Wir müssen ja, glaube ich, noch eine Runde 2 machen. Soweit ich das weiß. Ja. Okay. So, ich werde mal hier reparieren. Ja, ja, machen wir. Oh, da geht's schon weiter. Das ist jetzt so nah. Sehr gut. Naturhöllen 11. Da hinten ist noch einer. 12. Noch 3. Oh, da ist noch einer. 13. 14. So, noch einer. Komm, einer werden wir doch wohl noch hier hinkriegen. Oder? Du. So, 15 von 15 Krawallhüllen besiegt. Yes! Nice! Das heißt, wir müssen einfach jetzt nur die... den Bus noch 3 Minuten verteidigen und dann haben wir's. Oh, die ist leer. So, noch 10 Sekunden, dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Also das war doch einfacher, als ich gedacht habe, weil am Anfang, ja, habe ich halt so gedacht, ob das überhaupt hinhaut mit dem, mit den fülligen Krawallhüllen. Aber wir haben 15 Stück gefunden innerhalb dieser Mission, also easy. Das war, man muss sich da mal vorstellen, wir haben es in einer Mission gepackt. Wir müssen nicht in mehrere rein. Das finde ich sehr gut, das gleicht direkt mit Räder den Blitz. Reite den Blitz, meine ich. Und sehr gut, ja, haben wir gepackt. So. Reiter auf dem Blitz, Bus gestartet, jede Menge XP, ein bisschen Gold für Helden-EP, Blitz in der Flasche und noch weitere Erfahrungspunkte. Und dann... Ich bin Cloakstar. Vorteil plus legendär, okay. Legendärer Held Cloakstar von der Ninja-Bezirksvertretung 442. Das klingt super. Das dachte ich mir. Zu Ehren deiner und der Taten aller Ninjas für die Heimatbasis... eröffne ich einen neuen Heimatbasis-Feiertag. Ninjachten. Wann findet er statt? Wenn man ihn am wenigsten erwartet. Und wie feiert man ihn? Getarnt in einem flachen See, atmend durch einen Strohhalm. Genial. Wow. Sagt der Ninja-Bezirksvertretung 442, dass wir jetzt ihre Hilfe mehr denn je brauchen. Und weg ist er. So. Ray, gute Neuigkeiten. Ich habe eine Energiequelle gefunden, die uns den Rest des Weges bis zu Windermans Anwesen führen sollte. Super. Warum kommst du nicht mit? Ich bin sicher, du kriegst das hin. Ich finde, du solltest mitkommen. Ich würde ja gern, aber ich habe gerade ein paar Eisen im Feuer. Komm mit. Bitte. Okay, Freunde, das war Kühlschrankplünderung. Warum diese Mission so heißt, wenn man eigentlich nur diese fülligen Krawallhüllen töten muss, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls machen wir in der nächsten Mission, nämlich alle Energie dem Volk, müssen wir, 7 Netztransformatoren in einer Plus-70er-Zone untersuchen. Das gibt es wie immer, aber erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Euer Pulsar, danke und ciao, ciao.